Ey Leute, falls ihr noch ein Plugin sucht, um eure Plugins in-game zu verwalten, zu updaten oder um sie einfach an- und auszuschalten, dann ist das Plugin-Plugin-Manager von Quartercode genau das Richtige für euch. Man kann in der Config einstellen, wann und ob ein Plugin automatisch geupdatet werden soll. Man kann Statistiken in Log speichern und rundum hat man alles, um seine Plugins bestens zu verwalten. Falls ihr Interesse an diesem Plugin habt, dann schaut doch einfach mal das folgende Tutorial. Okay, also wir machen jetzt weiter mit der Installation und dazu geht ihr als erstes in die Videobeschreibung. Denn dort findet ihr einen Link, der nach bucket.org führt und dort findet ihr den Download-Link. Zum Glück hat der Plugin-Entwickler Deutschkenntnisse und hat diese, ja, auch auf der Page niedergelassen, denn ihr könnt die auf German wechseln, ja. Dazu habt ihr dann halt eine deutsche Beschreibung und alles wird einmal auf Deutsch erklärt. So wie ich das halt in meinem Video auch immer mache. Also, das Plugin wurde ja wie im Intro beschrieben, kann man dazu nutzen, um die ganzen Plugins, ja, zu updaten, zu verwalten und so weiter. Dazu gibt es einmal sehr viele Kommandos, in-game sind das nicht so viele, sieht ein bisschen mehr aus als es ist. Dazu stehen dann auch immer die dazugehörigen Permissions, die wir nachher auch nochmal eintragen werden. Die Comments gehen wir nachher nochmal in-game durch, weil man es optisch ein bisschen besser erklären kann, wenn ich die dann halt ausführe und ja, so in der Beschreibung kann man das ja immer schlecht sehen. Ja, ansonsten Config gehen wir auch noch gleich nochmal durch. Und sonst nochmal für Plugin-Coder, das ist ja wichtig. Wenn euer Plugin zum Beispiel die Voraussetzung erfüllt, dass auch dieser Plugin-Manager euer Plugin finden kann. Da gibt es dann so eine kleine Anleitung, wie man sicher gehen kann, dass es auch von diesem Plugin gefunden werden kann. Und wie gesagt, das halt nur so für Plugin-Coder. Ansonsten, wie gesagt, ja, laden wir uns das mal runter. Wir müssen dazu aber auf die englische Seite gehen, weil hier ist nur ein Download-Button. So, drückt man drauf und man lädt sich die neueste Version runter. So, ich habe das jetzt schon gemacht, hier auf dem Desktop. Und diese JAR-Datei fügen wir einfach in unseren Plugins-Ordner ein. Das heißt, einfach so reinschieben. So, starten den Server. Ja, ist ja eigentlich Standard. Warten wir kurz und stoppen den Server wieder. So. Dann hat sich hier ein Plugin-Manager-Ordner erstellt und hier ist eine Config drinne. So, die ist eigentlich relativ klein gehalten. Wir gehen hier einmal kurz durch. Log-Version-Info ist dafür da, dass es zum Beispiel in der Konsole anzeigt, wie die Aktivität von diesem Plugin ist. Ja, auch wenn ihr dann später die Kommandos eingebt, dann seht ihr da auch, welches Plugin geupdatet wird und was er halt macht. Ne? Könnt ihr halt ausstellen. Oder halt anders, ne, wie man es halt mag. So, Check Versions, das ist so der wichtige Part von dem Plugin. Das könnt ihr einstellen, wenn zum Beispiel der Server startet, soll der einmal alle Versionen der Plugins, die ihr drauf habt, durchchecken, ja. Das heißt, wenn ihr den Server startet, ne, dann wird durchgecheckt. Dann müsst ihr das einmal so auf 2 machen, ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel so gemacht. Und dann haben wir einmal die Möglichkeit, das on Join zu machen. Das heißt, immer, wenn ein neuer User joint oder Befehle eingibt, dann überprüft das nochmal. Ja, also nochmal so eine Sichergehung. Aber eigentlich reicht on start. Na, obwohl, wenn ihr euren Server eine Woche laufen lasst, ne, dann kann das ja sein, dass vielleicht dazwischen ein paar Plugins ausfallen. Da müsst ihr dann halt join machen. Aber wie gesagt, ein normaler Server hat ja ab und zu mal einen Restart am Tag. Ja, das schon mal dazu. Dann schon mal zum Update. Entweder ihr könnt das über die Comments manuell updaten. Oder ihr lasst es einfach von dem Plugin machen, was halt einfacher ist, ne? Aber so habt ihr halt die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ansonsten updatet er halt alles, wo eine neue Version ist. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie Server-Lags gerade habt und sich das dann ständig updatet, dann kann das natürlich sein, dass es dann noch mehr laggt, ja? Also, wie gesagt, auch je nachdem, wie man es da handhaben will, kann man das auf True oder False lassen. Ich mache das jetzt mal auf True, weil dann muss ich mich nicht drum kümmern. Dann gibt es ja immer noch mal, ja, so ein Error-Counter, der würde dann halt bei, ja, nicht so schwerwiegenden Errors, also die zum Beispiel in der JAR-Datei auftreten, das sind ja immer meistens kleine Fehler, die eigentlich nicht auffallen und die nicht zum Plugin-Absturz auffallen, die könntet ihr dann auch nochmal in der Konsole auflisten lassen. Ja, da gibt es ja noch einmal eine List, da werden dann später die ganzen Daten so und weiter reingeschrieben, ne? Das heißt einfach Plugins.txt, ja. Die erstellt sich dann und da wird dann halt alles reingepresst. So, und dann haben wir noch eine Blacklist, das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Plugin habt, was, weiß nicht, ihr nicht updaten wollt, könnt ihr das einfach dahin schreiben. Ihr müsst einfach nur den Namen reinschreiben, also, ja, das
Das System durchsucht ja von bucket.org die ganzen Dateien. Also zum Beispiel, wenn ihr LWC drauf habt, dann könnt ihr hier einfach LWC hinschreiben und überall, wo LWC mit dem Namen steht, nimmt er dann halt raus und die lädt er dann halt nicht neu. Und so kann man das machen. Wenn ihr da mehrere hinmachen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel World Edit hinschreiben, ne? Und dann einfach nur mit Leerzeichen. Ansonsten diese eckigen Klammern da lassen, denn ist halt dicht. So, das war's mit der Config. Speichern nicht vergessen. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns in-game wieder. So, und schon sind wir in-game und das heißt, wir gehen jetzt einmal kurz die Comments durch. So, als allererstes schon mal eine Nachricht. Es wird auch angezeigt, dass die Craft Bucket geupdatet werden muss oder nicht. Also, entweder ob das auf der aktuellen Version ist oder halt nicht. Ne? Dann müsst ihr das halt, wie gesagt, entweder auto-updaten lassen oder selber da die Craft-Bucket-Datei runterladen. So, dann gibt es einmal einen Befehl, der alle anderen Befehle eingibt. Das heißt einmal PM Help, das ist der Plugin-Manager. Und dann sehen wir hier schon mal die ganzen Comments. Wir können hier im Chat so scrollen. So, dann haben wir einmal PM Help, ne, haben wir ja gerade eingegeben. Da gibt es einmal dieses PM List. Da können wir einmal kleine Informationen von den Plugins bekommen und sie sozusagen auflisten. Das kann ich mal kurz machen. Das gibt dann, ja, wie gesagt, kleine Informationen, wie zum Beispiel jetzt hier World Edit, ne, auf welcher Version das ist. Und man sieht halt einfach nur, ja, welche Plugins sind so gerade aktiv. Ja. Aber eigentlich kann man damit jetzt noch nichts anfangen. Vielleicht ein paar andere Leute, aber die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Es gibt aber noch einen anderen Infobefehl, der ein bisschen mehr über das Plugin aussagt. Ansonsten gibt es nochmal diesen List-File-Befehl, der würde das dann in diese TXT-Datei reinpacken oder reinschreiben. Und das haben wir ja gerade in der Config geregelt. So. Dann haben wir einmal PN-Info. Das würde dann halt ein, ja, das kann ich ja mal kurz machen, PN-Info. Und dann, wie gesagt, wieder All. Oder ihr könnt dann halt auch ein einzelnes Plugin nehmen, zum Beispiel World Edit oder so. Ja, ich mache das aber jetzt mal mit All. Und der zeigt einmal an, zum Beispiel, ob das Plugin jetzt geladen ist oder nicht. Ja, ihr könnt nämlich auch die Plugins laden oder halt auch deaktivieren. Und dahin könnt ihr halt sehen, welches Plugin jetzt geladen ist oder nicht. Ja, falls ihr das irgendwo vergessen habt oder so. Ja, ansonsten gibt es ja nochmal eine Website, woher das ist, ne? Dann vielleicht nochmal wichtig für Plugin-Coder, was zum Beispiel die Main-Class ist von der JAR-Datei, wer die Autoren sind und nochmal eine kleine Versionsnummer, ja. Aber wie gesagt, das meiste für euch ist wahrscheinlich uninteressant. Aber wie gesagt, die Informationen stehen dort. So. Das Ganze kann man dann auch nochmal listen oder sozusagen abspeichern. Ich mache einmal wieder Help. Das war ja dann halt einfach Info-File. Also PM-Info-File und der speichert das dann ab in diese TXT-Datei. So, mit PM-Load und Unload könnt ihr dann die Plugins entweder laden oder nicht laden. Ja, oder deaktivieren. So hört sich das besser an. Und das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt entweder auch alle laden oder halt deaktivieren oder halt nur einzelne Plugins. Ne? Das läuft dann halt auch so gleich auch wieder oben. Dann können wir das ganze Plugin nochmal reloaden. Sollte auch klar sein. Dann gibt es allerdings noch eine Suchfunktion. Da könnt ihr einzelne, ja, Plugins aus der Bucket-Sammlung, also wirklich aus allen Seiten einmal raussuchen. Wenn ihr zum Beispiel, weiß nicht, ihr könnt ja entweder selber suchen, aber das Plugin übernimmt halt die Suche für euch. Das kann zwar ein bisschen dauern, wenn er wirklich alle Seiten durchlädt. Allerdings, ja, wie gesagt, halt nochmal so eine extra Funktion, ja. Könnt ihr halt irgendwelche Plugins suchen. Dann haben wir einmal hier PM, Check Version. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt halt das nicht so eingestellt hat in der Config, dass sich das halt immer selber checkt, einmal Check V machen. Dann machen wir zum Beispiel mal All. Und dann guckt er halt, welche Version jetzt gerade da ist. Ja? Die meisten Plugins sind halt, ja, nicht supported von dem Plugin. Das kann sich aber noch ändern im Laufe anderer Versionen. Aber er hat jetzt zum Beispiel gefunden, dass, wo war das denn hier? Dass halt keine We neue Version da ist von den Plugins, die jetzt zum Beispiel die supported sind. Aber davon gibt es dann halt, wie gesagt, noch keine Version. Das heißt, momentan ist bei mir alles aktuell. So, dann haben wir noch einmal, wo haben wir es? Hier, Check Version. Also, das wäre dann halt nur so ein Kürzel.
dann können wir auch einzelne Plugins updaten. Wenn wir halt sehen, ne, dass zum Beispiel irgendwie das Plugin Group Manager ist halt out of date, dann könnten wir das dann nochmal mit einem einzelnen Befehl updaten. Ja? Wenn wir zum Beispiel, dafür ist die Search-Version wahrscheinlich da, einmal ein Plugin installieren. Das heißt, wenn wir wissen, wie das Plugin heißt, können wir das auch einfach installieren lassen. Ja? Das heißt, man muss nur noch einen Befehl eingeben und der Server macht halt alles automatisch. Ja, und so könnt ihr halt dieses System nutzen, wenn ihr wollt, oder halt auf die altmodische Art dann auf bucket.org nachsuchen. Okay, das war's soweit schon von dem Plugin. Ich würde sagen, ja, falls ihr Fragen oder sowas habt, könnt ihr mir gerne an die Pen schreiben. Ansonsten könnt ihr wie immer, ne, in den Kommentaren diskutieren. Und ja, das war's jetzt erstmal von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video.